Hallöchen, Freunde des gepflegten Daddelns und willkommen zu einer neuen Staffel Daddelzeit mit RimWorld, der Kolonie-Simulation schlechthin, noch immer in der Alpha befindlich, die ich auch schon in der Alpha 14 mal gespielt habe, aber als die neue Version kam, musste ich dann leider aufhören, weil das Savegame nicht mehr kompatibel war. Da habe ich seitdem nicht mehr viel gespielt, aber mit dem neuen Update der Alpha 16 habe ich wieder richtig drauf Bock bekommen, weil da so viele neue Features sind. Aber dadurch, dass ich so lange nicht gespielt habe, werde ich sicherlich noch sehr viel wieder neu entdecken müssen, was auch vorher dabei war. Deswegen denke ich, dass das Let's Play genauso für Neulinge als auch alte Hunde mit dem Spiel geeignet ist, da ich dann auch noch sehr viel erklären werde von den Basissachen. Aber ich hoffe es auch für die alten Hasen nicht zu langweilig zu machen. Und wir befinden uns gleich schon in der Szenarioauswahl. Und da habe ich drei vorgefertigte, aus denen ich wählen kann. Oder aber ich nehme ein eigens erstelltes oder kann auch im Workshop nach fertigen Szenarien suchen. Aber ich finde das Standard-Szenario-Absturz eigentlich perfekt. Ist wirklich der Klassiker, so wie das Spiel ursprünglich gedacht war. Der Krach von Sirenen und berstenden Metall hallt durch eure Ohren, als sie aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Explosion und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Ja. Und hier noch ein paar Details. Ich habe drei Personen, einiges an Material, mit dem ich starte, um mir eine neue Lebenssituation aufzubauen. Und dann machen wir einfach mal weiter. Wir können nämlich, wie auch schon zuvor, eine Erzähler-KI auswählen. Die KI, die bestimmt quasi die Ereignisse, die uns auf dem Planeten entgegenkommen. Gute wie auch schlechte Ereignisse. Und Cassandra Classic ist so der ganz klassische Schwierigkeitsgrad, wie das Spiel mehr oder weniger gedacht ist. Fängt harmlos an, kommen aber immer schwierigere Events und ja, hat eine nette Spannungs- und Schwierigkeitskurve, wie hier auch steht. Dann gibt es noch Phoebe Chill Out. Sie ist wie Cassandra Classic eigentlich, hat nur um einiges mehr Zeit zwischen den einzelnen Ereignissen und macht sie auch nicht ganz so katastrophal. Also bei ihr ist auch ein stetig ansteigender Schwierigkeitsgrad. Aber alles, wie der Name Chillout schon sagt, sehr angenehm. Falls man lieber mehr mit Aufbau verbringen will, als mit anzusehen, wie die eigene Siedlung irgendwann ihr sicheres Ende nehmen wird, mehr oder weniger. Und dann gibt es noch Reiner Zufall und der ist völlig anders als die beiden. Kann ich ja mal vorlesen auch. Reiner macht, was er will. Er wird zufällige Ereignisse generieren, egal wie leicht oder schwer sie zu kontern sind. Für ihn ist alles ein Drama. Mit der Erzähl-KI wissen wir echt nicht, was passiert. Generell ist er fast schon etwas sanfter als Cassandra. Allerdings weiß man halt wirklich nie, was passiert. Er kann einen auch mal ein schwieriges Ereignis gleich zu Anfang reinwürgen, das Cassandra wohl nicht machen würde. Aber ich möchte ihn trotzdem nehmen, weil zuletzt hatte ich in der ersten Staffel Cassandra genommen. Jetzt möchte ich einmal den Zufall spielen lassen und nehme deswegen Reiner Zufall. Und ja, friedlich wäre mir zu einfach. Sehr einfach ebenfalls. Ich nehme einfach, weil alles darüber wird, glaube ich, etwas zu schwierig für mich. Zumindest, wenn ich wieder reinkommen muss und das Ganze auch noch für euch kommentiere. Da baue ich vielleicht doch auch etwas anders, als ich vielleicht bauen würde, wenn ich alleine spiele. Nur so für mich. Nehme also reiner Zufall und gehen weiter. Ja, nach wie vor kann man sich hier eine Welt erstellen, aber dem geneigten Spieler wird auffallen, hier sind ein paar neue Sachen. Zum einen ist da die planetare Abdeckung, weil sich der Generationsalgorithmus geändert hat, kann man auswählen, wie viel Prozent davon
generiert wird eigentlich von der Welt, um ein wenig die Erstellungszeit zu verkürzen. Ich möchte aber einen kompletten Planet haben und mache deswegen mal 100% mit der Warnung, dass es recht lange dauern kann. Mal sehen, ob ich die Zeit dann zugebabbelt bekomme gleich oder nicht. Ansonsten kann ich ja einen kleinen Cut einfügen. Und Niederschlag und Temperatur kann man jetzt auch einstellen, so im Generellen, wie es so von der Tendenz sein soll. Aber ich bin damit mehr als zufrieden. Ich möchte das sehr ausgeglichen und normal haben. Also lasse ich das mal so und gebe als Seed-Namen einfach mal Dattelzeit ein. Warum auch nicht, ne? Generieren wir das Ganze mal. Haha. Und ich bin gespannt, weil ich habe den neuen Generator noch nicht benutzt. Bin im neuen Update genauso ins kalte Wasser geworfen, wie ihr ebenfalls. Und muss dann auch erstmal sehen, wie das ein oder andere funktioniert. Aber ihr seid sicherlich ganz anständig mit mir, wenn ich etwas noch nicht so weiß, wenn ich noch ein bisschen unschuldig, unerfahren herumtapse in der neuen Welt und ebenso auf Entdeckungsreise gehe wie ihr. Oder ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr das Spiel ja auch schon und habt es im Gegensatz zu mir gleich schon am ersten Tag gespielt, als das neue Update auch draußen ist. Ich bin jetzt, glaube ich, einen Tag zu spät dran. Ha! Sowas aber auch. Und ja, der Planet war doch schneller erstellt als gedacht. Auch wenn deutlich länger als zuvor. Und wer das vorher gespielt hat, der wird entdecken, das ist doch neu, dass wir hier so einen Planeten haben. Und das sind hier auch Hexfelder. Ja, in dieser neuen Weltgeneration wird tatsächlich ein Planet mit Zeitzonen und allem erstellt, um einiges umfangreicher, und Fraktionen, die ihre ganzen Siedlungen haben, kann man alles hier einsehen auf der Karte. Finde ich richtig geil. Haha. Schauen wir uns doch mal nach einem geeigneten Platz zum Siedeln um. Was haben wir denn hier? Gelände möchte ich mir anzeigen. Oh, da wird es im Winter etwas kalt im Durchschnitt. 1,7 im Durchschnitt kann schon mal ordentlich Schnee bedeuten. Oh, hier wird es ja noch kälter. Hier ist schon mal angenehmer. Aber nicht im ganzen Jahr anzupflanzen. Ich möchte ja am besten ganzjährig was anbauen können. Hier ist schon mal ganz fluffig eigentlich. Wobei es da auch schon recht heiß werden kann. Schon besser. Schon wieder nicht so dolle. Mal sehen, nehmen wir das hier. Anbauzeit ist nicht ganzjährig hier. So viel ist schon mal klar. Hier ist ganzjährig. Eigentlich nicht schlecht, wenn man das ganze Jahr über Pflanzen anbauen kann. Hat schon Vorteile. Und hier bei Felsenarten will ich auf jeden Fall, sag schon, Granit haben. Granit und Marmor, das klingt doch mal perfekt. Bis auf, dass ich nicht die ganze Zeit was anpflanzen kann, das ist weniger perfekt. Gib mir was Perfekteres. Ganzjährig, yay, Schiefer und Granit. So, jetzt ist die Frage, was nehme ich? Granit und Sandstein, Granit, Marmor, Schiefer. Eigentlich, ich weiß nicht, ob zwei Steinarten eigentlich besser sind als drei, weil man dann mehr Gewissheit hat, was da kommt. Oh, das ist nicht ganzjährig. Aha, und... Achso, das ist unpassierbar. Das ist mir neu. Unpassierbar gab es, glaube ich, früher nicht. Aber früher war ja auch mehr Lametta, ne? Kalkstein und Marmor. Gib mir Granit und Granit bitte als erstes, weil ich glaube, dann ist mehr davon vorhanden. Kalkstein, Sandstein. Marmor, Kalkstein, ach. Komm schon, ich will doch noch ein schönes Plätzchen.
Granit und Marmor, ganzjährig. Das Ganze ist auch noch bergig. Ja, klingt eigentlich nicht schlecht. Ganzjähriges Anbauen hat was. Es gibt Reisezeit Sommer und Reisezeit Winter, weil es jetzt auch Karawanen gibt, mit denen man selbst durch die Welt reisen kann, abseits der eigenen Basis. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf auf das Feature. Und deswegen auch verschiedene Reisezeiten, wenn man hier durch muss. Warum nicht? Machen wir mal erweitert. Wir wollen eine etwas größere Fläche für unsere Basis haben. Und dann auf weiter. Ja, der Bildschirm kommt mir wieder bekannt hervor. Wir haben ja drei Siedler und da haben wir erstmal drei vorgefertigte, aber wir können die nochmal zufällig neu auswürfeln lassen, wenn uns was nicht gefällt. Und hier sehe ich gleich schon, die ist gebrechlich, die Dame mit 94 Jahren. Das muss ich nicht unbedingt haben. Und es gibt einen Unterschied zwischen biologischem Alter, das ist hier die 94, und dem chronologischen, weil sie ja in der Kryokapsel war, hat sie ein paar Jahre irgendwie verpasst. Und deswegen gibt es den Unterschied zwischen biologischen und chronologischen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt im Spiel irgendwo wirklich Unterschiede mit sich bringt. Kann man drüber streiten. Und die Demenz, Bewusstsein minus 15%, Sprechen minus 40, Hören minus 40. Nee, die will ich echt nicht dabei haben. Weg damit. Mal sehen, ob ich hier eine gute Basis bekomme. Auf jeden Fall brauche ich jemanden, der medizinisch gut ist. Kochen ist auch nicht schlecht. Und der Mediziner muss irgendwas können, was der auch die andere Zeit nebenbei machen kann, weil er nicht ständig irgendwo was zum Rumschnibbeln und Nähen haben wird. Da muss man dann auch mit drauf achten. Nur damit ihr in etwa nachvollziehen könnt, warum das vielleicht etwas dauert, hier die richtigen Leute zu finden. Und es wird etwas dauern. Ich bin da etwas anspruchsvoll, was meine Kolonisten angeht. Deswegen ist das auch die Folge 0. Wenn ihr das Ganze nicht bis zum Ende durchhaben wollt, dann könnt ihr mit der Folge 1 anfangen, wo dann das eigentliche Siedeln beginnt. Oh, Medizin hat zwar noch 4, aber brennt richtig dafür. Oh ja, das kann ich auch mal zeigen, wenn ich schon dabei bin. Wenn man hier das große Feuer hat, ist der Ehrgeiz begeistert. Lernen mit plus 125%, wenn man normal so ein Flämmchen hat, dann hat man die 100% Lerngeschwindigkeit und ohne Flämmchen, nur 33%, weil eigentlich kein Interesse da ist. Also Werte, die dastehen, sind nur die Anfangswerte. Die Flämmchen bestimmen, wie gut der sich daran noch steigern kann. Das ist gar nicht mal so unwichtig bei dem Ganzen. Oh, da könnte ich ja schon fast ganzes Tutorial machen über Siedler und ihre Werte. Aber ich weiß da selbst noch einiges nicht, weil man hat hier auch viele Eigenschaften. Er ist zum Beispiel neurotisch, das wirkt sich aus, sorgfältiger Schütze. Dann gibt es Dinge, die verweigert werden. Hintergründe in der Kindheit und im Erwachsenenalter, die einem auch Boni oder Mali auf Dinge geben. Also da ist richtig viel, was mit in den Charakter reinspielt. Und ja, das kann man alles nicht unbedingt wissen. Ich bin ja auch jemand, der noch viel in Wikis nachgucken muss, wenn er irgendwo nicht weiterkommt. Werde ich aber versuchen, während des Spiels zu vermeiden. Und ich weiß ja noch aus der ersten Staffel und vielen anderen Spielen, die ich vorher gemacht habe, schon so einiges, wie das Spiel funktioniert. Und ich hoffe, dass da noch was hängen geblieben ist. Und dass ich nicht irgendwie schon meine Demenz angefangen habe. Das wäre eher weniger angenehm. Ha, der hat Arterienverstopfung. Das Spiel ist voller Details. Man glaubt es kaum. Oh, Bergbau und Kunst ist da richtig gut. Und Konstruktion auch nicht schlecht. Aber Pyromane will ich in der Gruppe auch nicht haben, weil ja, der legt gerne Feuer dann mal. Und wenn man nur zwei andere Kolonisten hat, die gegebenenfalls spät in der Nacht das Feuer dann löschen müssen, das ist nicht so angenehm. Medizin 9, das ist schon mal eine gute Grundlage.
aber faul und psychisch taub. Wobei psychisch taub ist in Ordnung. Wenn ihm Dinge nicht so nahe gehen, hat auch Vorteile. Medizin 8, das wäre schon mal eine schöne Sache, aber nicht wirklich attraktiv insgesamt. Ich brauche hier einen Kolonisten, wo ich sage, yay, das ist es. Die Keule, die kommt bei mir rein. Oh. Medizin 13 ist richtig geil. Ich habe nur ein großes Problem. Kann sonst eigentlich so gut wie gar nichts. Das ist schlecht. Auch wenn die Lernbereitschaft zum Beispiel in der Konstruktion da ist. Aber Mensch, ich brauche eigentlich Dinge, die der nebenbei ja die ganze Zeit tun kann. Oder sie. Die übrigens einen guten Daumen hat, gut für die Landwirtschaft, eisernen Willen, was auch nicht schlecht ist. Und homosexuell ist, ich denke, das hat höchstens bei Liebesbeziehungen Einfluss, ansonsten nö. Wobei, ich glaube, es gibt auch homophobe Charaktere, da muss man aufpassen dann. Aber schauen wir einfach mal erstmal weiter. Haben wir hier noch was Brauchbares? Nö. Eigenschaft, Kind. Cat ist eine nette Person. Ja, ist noch nicht alles übersetzt. Sie hat die Tendenz, den Tag anderer zu erhellen und... Ach so, er ist nicht Kind, sondern kind. Nett. Und beschuldigt niemals andere. Dort ist ein sehr lieber Charakterzug, muss ich schon sagen. Und ich lese da Kind. Ich habe ein Kind im Ohr. Mann, Mann, Mann. Oh, eine 9 in Medizin ist auch nicht schlecht. Dazu 12 da. Löppt, löppt, löppt. Handwerk 10, Forschung 7, Bergbau 4, Medizin 7, aber brennt nicht wirklich. Dafür wäre also kein Ersatz wirklich für unseren Hauptmediziner, den wir bisher haben. Oh. Ha. Eine lahme Ente, die aber fleißig ist. Kann man mal haben. Kochen, Konstruktion, Handwerk, ja. Fernkampf hätte ich aber lieber als Nahkampf irgendwie. Oh, hat zwar Nahkampf, aber brennt schon für einige Dinge hier. Aber für die falschen teilweise. Kunst, Handwerk, Forschung nicht schlecht. Dazu sozial, wobei sozial jetzt für den Anfang nicht so das Allerwichtigste ist. Ein bisschen alt ist er auch schon. Wobei, so schnell werden die hier auch nicht älter. Schneller Geher, sorgfältiger Schütze, kann Konstruktion, Landwirtschaft, Bergbau, Kunst und Handwerk ganz brauchbar. Ist aber leider gebrechlich. Plus 10% Schmerz, minus 30%, also der Schmerz kommt durch die Narbe, minus 30% Bewegen und Arbeiten, das macht das Ganze irgendwie wieder zunichte. Schon wieder Nahkämpfer. Hey, der Witzke, hey, du Röslein. Rauschmittel interessiert, ja, sowas gibt es auch. Es gibt ja auch welche, die haben schon eine Sucht, mit der sie gleich bei Erstellung schon ankommen. Das ist dann auch irgendwie so ein No-Go für mich. Süchtige habe ich auf meinem Raumschiff nicht gehabt. Sowas gibt es nicht. Nee. Ui, hat hier oben ganz viel, aber grauer Stark, gebrechlich. Nein, ganz sicher nicht. Oh, Asthma ohne Ende, wieder gebrechlich. Taub auch noch. Und extrem hässlich. Nein. Aber ich habe nicht Nein gesagt wegen dem extrem hässlich. Nicht, dass man mir hier Dinge unterstellt. Das will ich hier mal gar nicht. Da war gerade eben Rauschmittelsucht gewesen. Kunst, Handwerk, Forschung. Ja. Damit kann man generell was anfangen, aber... Ach... Ich habe noch kein Kochen, ich habe noch keine Landwirtschaft wirklich. Da haben wir ein Problem. Ich brauche auf jeden Fall jemanden, der kochen kann und jemanden, der landwirtschaftlich fern ist.
Oh, der hat beides, aber sonst recht wenig. Landwirtschaft, Nahkampf wieder und eine Alkoholsucht. Süchtige wollte ich ja nicht haben. Landwirtschaft 9, Handwerk 11, Bergbau 7, hast du nicht gesehen. Das ist schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Damit kann man echt schon mal gut arbeiten. Ist ein Raufbold, hat einen guten Daumen und ist ein Nudist. Also das ist wirklich eine sehr interessante Mischung der Wilson. Aber als Erfinder, der darf ein bisschen seltsam sein. Dann brauche ich nur noch jemand, der passabel kochen kann und vielleicht auch noch mit ein bisschen Forschung vielleicht gesegnet. Oh. Und nicht nur das. Ich glaube, ich muss noch mehr suchen. Ach, ist doch doof. Medizin 14, Kochen 7. Medizin und Kochen ist auch geile Kombination, weil kann so lange kochen, bis ein medizinischer Notfall ist. Habe ich sehr, sehr gerne. Diese Mischung. Das wäre ja genial. Dann könnte ich meinen Mediziner auch nochmal austauschen, wenn ich sowas finde. Medizin 11, Kochen 5. Kann man mal machen. Psychisch sensibel kann natürlich auch zu Problemen führen und ist im Fernkampf überhaupt nicht so der Anwärter schlechthin. Hallo-Wach-Entzug. Nee, ich will niemanden, der auf Hallo-Wach ist. Wobei auch doof ist, wenn ich einen Mediziner habe, der kämpfen kann, nicht, dass der im Kampf verwundet wird. Kann einem auch Probleme machen. Habgierig. Rich braucht ein sehr eindrucksvolles Schlafzimmer, deswegen heißt er ja auch Rich. Sie heißt Rich mit Nachnamen. Eiserner Wilde. Grüner Daumen. Habgierig. Ah, das mit habgierig ist natürlich ein bisschen, ne? Und die Stichnarbe ist auch nicht ohne. Aber ansonsten ist die ja echt mal gar nicht so schlecht. Medizin 9, Kochen 6 und eine gewisse Leidenschaft dafür. Aber ich brauche unbedingt Kämpfer, das ist das Problem. So, jetzt suchen wir mal einen starken Kämpfer. Der wäre ein starker Kämpfer. Aber sonst zu nichts zu gebrauchen. 7 im Fernkampf. Dazu noch Konstruktion. Pyromane. Fällt schon mal weg. So, hier habe ich keinen. Oh, der Raufbold ist auch nicht so der Hammer. Ach, herrje. Ich weiß nicht, ob das Probleme macht. Aber hey, er ist Nudist. Die sind eigentlich doch ganz freudig, glaube ich, so drauf. War mir zumindest zu. Dass Nudisten eigentlich immer ganz freundliche Leute sind. Also wenn es nicht in Exhibitionismus endet, dann sind die eher aufdringlich als freundlich. Boah, die haben aber auch alle Namen hier. Meine Fresse. Was brauche ich denn jetzt noch? Kunst wäre nicht schlecht, einen besseren zu haben. Bergbau vielleicht auch. Forschung habe ich. Handwerk habe ich auch. Kunst, Bergbau. Kunstbergbau, das ist so das, was ich gerne brauche. Kunst hat der. Landwirtschaft habe ich schon. Tut mir leid. Bergbau und Kunst, wenn das jetzt zusammenkäme, auf eine gefällige Art und Weise, das wäre schon richtig schön. Nicht ganz. Stark neurotisch und nervös. Ach du Schande. Arbeitsgeschwindigkeit plus 40%, aber Zusammenbruchschwelle. Eieieiei. Kunst und Bergbau, ja. Das sind zwei Dinge, die sich lieben. Eigentlich. Nicht wirklich. Wobei, man kann auch mit Bergbau Kunst betreiben, wenn ich mir so Zwerge anschaue, aber es ist halt kein Dwarf Fortress. Uiuiuiuiuiui. Oh, aber hier Demenz, Rückenschmerzen, gebrechlich, der hat ja eigentlich alle Gebrechen, die es gibt. Da kann er noch so gut sein. Ach nee,
Da war gerade eben jemand mit richtig guten Werten. Ich hoffe, dass ich es mir nicht völlig verspielt habe hier. Oh, eine Pyromane will ich nicht. Bergbau und Kunst auf 9, Konstruktion auf 8. Scheiße, ich brauche noch einen, der kämpfen kann. Oh Mann, ich achte ja auf gar nichts hier. Ich habe keine Kämpfe. Ist ja scheiße. Jetzt muss ich doch erstmal auf den Kampf achten. Scheiße. Fernkampf, psychisch sensibel, ist für einen Kämpfer, glaube ich, nicht das Beste. Nervös, Optimist und homosexuell. Joa, wäre generell was gewesen, aber irgendwie auch nee. Die Werte waren auch nicht so das Beste. Bergbau, Handwerk, lahme Ente. Und Rauchblattentzug, Nee. Nicht mit mir, mein Freundin, du. Wie wichtig ist Kunst? Wie wichtig ist Bergbau? Bergbau kann ich hier theoretisch. Kunst, Kunst bräuchte ich, glaube ich, etwas mehr. Aber erstmal brauche ich auf jeden Fall Kampf. Ohne dem geht's gar nicht. 12, aber kann nichts anderes. Das ist auch doof. Ich will ja auch keinen völligen Fachidioten haben. 14, kann sonst gar nichts. Och, Charakterstellung mit Zufall ist manchmal echt eklig. Kann auch nicht viel anderes, außer Medizin, aber setzt man auch nicht immer ein. 13, 10, 8, 8. Neue Oden, och, das ist... Nicht die Sachen, die ich brauche. Ich brauche Kunst und Fernkampf. Ist zwar eine merkwürdige Mische, ich weiß, aber das wäre cool. Kann doch nicht so schwer sein. Kunstschütze oder so. Keine Ahnung. Gibt's doch auch irgendwie. Nervös und neu. Oh, das ist auch... Na gut, ich will gute Werte und keine schlechten Eigenschaften. Das ist schon sehr, sehr viel verlangt. Nö, kann auch nicht wirklich brauchbare Sachen. Irgendwann werde ich schon fündig. So, 13 ist nicht schlecht, aber der Rest. Aber Kunst nicht wirklich, aber hart arbeiten, das ist schon mal geil. Arbeitsgeschwindigkeit 20%. Sorgfältiger Schütze. Ach, scheiß auf die Kunst, wir nehmen den einfach mal. Wir müssen ja auch mal vorankommen. Jack ist außerdem ein schöner Name, wobei er nennt sich nur Nox, genauso wie Eric Wilson sich Wilson nennt. Und Ida Rich, achso, die haben alle die Nachnamen als Rufnamen. Okay, nehmen wir so. Und dann können wir gleich starten. Ich sag schon mal, dass es weitergeht in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, in der Zeit mit RimWorld, mit der eigentlich ersten Folge, wenn wir denn auf dem Planeten landen. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir bauen eine richtig schöne Kolonie auf und erleben einige interessante neue Dinge. Ciao, ciao.